Weiter geht's, Pick and Bunt Phase Nummer 2. Jinja mit Svenu. Sehen wir als erstes den Lulu-Bun. Auf Seiten von Jinja bleibt also unverändert hoch. Wie gesagt, Rice wird droppen. Seine Zeit ist so ein Stück weit abgelaufen. Man hat ja gut an ihm herumgefuchtelt. An ihm herumgepatcht. Callister und Gangplank bleiben gebannt. Gangplank finde ich interessant, also da hat man ja auch herumgefurstelt. Im aktuellen Patch, wie gesagt, wir spielen auf 6.4, wer es immer noch nicht mitbekommen hat, schreibt sich es bitte hinter die Ohren. Ja, er nimmt weniger Gold ein. Er hat weniger Fässer mit dabei. Wobei die Einzelfässer später schneller erscheinen. Wir sehen die Sylvia Tagebar auf der anderen Seite Corki und damit bleibt Lissandra offen. Jinja sofort und gerade Cusen sehr stark mit Lissandra. Wobei auch Trace würde ich zutrauen, ist halt ein Flex-Pick. Dahingehend also, ja, ziemlich böse jetzt schon. Alistair ist offen. Auf der anderen Seite allerdings auch Brown. Alistair ist nicht mehr so der krasseste First Pick, aber man sieht mit 75% immer noch der meistgepickteste Champion. Mit dem machst du halt auch nichts falsch. Der ist eigentlich in jeder Comp gut, der funktioniert immer. Den willst du. Und da nimmst du ihn. Das Ganze mit Kindred kombiniert, das ist interessant. Hat man ja momentan den Eindruck, dass man im Jungle eher andere Prioritäten zurzeit setzt. Könnte man natürlich mit dem Graves gegensteuern im Jungle. Oder man holt sich den guten Gragas, der in der Prio-Liste ja auch aufgerückt ist. Aufgrund der Tatsache, dass auch er gut gebufft worden ist. Und zusammen mit Poppy hätte man auf jeden Fall eine Menge Disengage. Allerdings wäre klar, dass Lissandra dann kein Flex-Pick mehr ist. Deswegen würde ich das ein bisschen vertane Chance sehen. Wobei es könnte natürlich auch Poppys Support sein, theoretisch. Wobei ich denke, da gibt es momentan bessere Supporter. Insofern würde ich das ein bisschen schade finden. Nichtsdestotrotz entscheidet man sich für Poppy. Das kann man machen. Nur bei Gragas zögern sie noch, aber er wird dann auch eingeloggt. So schaut's aus. Was wird mir jetzt auf der anderen Seite gefallen? Also man hat jetzt Jungle Support gepickt. Top Lane und AD Carry sollten eigentlich jetzt erfolgen. Nautilus sehen wir aktuell sehr häufig wieder. Ist da auch nicht so anfällig. Ja, hält eine Menge aus. Single Target. Lockdown von Lissandra. Naja, auf der anderen Seite kommt dann einfach die Tiefenladung. Im Zweifelsfall. Wird natürlich nicht so viel Wave Clear haben. Gegebenenfalls mit Zero Portal und Banner. Kommando-Banner ausgestattet werden. Oder man holt einfach mal Rammus Toplane und Nautilus. Alles klar. Moment. Hä? Okay, das könnte... Okay, also Alistair ist Support. Darauf einigen wir uns, ja. Dann nehmen wir jetzt einmal Teleport in der Mitte. Könnte Kindred AD Carry sein, Rammus im Jungle oder Nautilus im Jungle. Oder Nautilus Support halte ich für wahrscheinlicher. Rammus im Jungle. Nee, Quatsch. Hä? Also, Alistair Support, ja. Rammus im Jungle, Kindred AD Carry und Nuclear dann mit. Beziehungsweise Nautilus auf Top. Damit haben sie uns alle überrascht. Auf der anderen Seite komplettiert man und nimmt Trundle und Ezreal. Das heißt, Lissandra Mitte, das ist klar gewesen. Und Poppy oder Trundle wahlweise als Support. Moment, jetzt rasten die komplett aus gerade. Wenn jetzt noch eine Vayne kommt, dann ist meine Planung dahin. Da bin ich echt gespannt. So, jeder Pick ein Flex-Pick oder was? Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Alistair Top Lane, Nautilus Support.
Wayne, AD Carry, Ramos, Mitchell, Kindred, Jungle. Sibir, alles klar. Also die Kindred ist nicht der AD Carry. Und sie nehmen Nautilus Midlane. Alles klar. Spenno, ihr seid verrückt. Also kommt der magische Schaden über den Nautilus auf der Midlane. Also man kann diese Pick- und Bannphase auf jeden Fall kreativ bezeichnen. Ja, das möchte ich tun. Ich möchte diese Pick- und Bannphase als kreativ bezeichnen. Also mal Hand aufs Herz, Boys, ja. Ich hatte gedacht, okay, Kindred AD Carry kannst du machen. Und dann hat ja die Comp, die ich gesagt habe, Sinn ergeben. Ja, so mit Alistair Support und so. Aber das ist dann nochmal ein AD Carry. Wer hätte das denn gedacht? Jetzt mal im Ernst. Ich hätte wirklich gedacht, die picken noch einen Midlaner. Nee. Nautilus Midlane. New Meta. Confirmed. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich muss man sagen, gerade auf der Midlane, Lissandra cleart die Vasallen weg und geht dann Roam. Gut, Nautilus mit AP, mit dem E-Spell wird allerdings auch gut die Vasallen, wenn er auf AP gebaut wird. Da bin ich gespannt, wie Nautilus hier gebaut wird. Wahrscheinlich früh auch beim Höllenzepter. So, also Jhin Ea gegen Spenu sehen wir jetzt hier die nächste Begegnung. Jhin Ea mit einer, ja, Standard-Kombo, aber auf der anderen Seite Spenu. Sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Sehr ungewöhnlich. Nautilus Midlane. Jetzt muss man sagen, ist das Sinn bisher nicht der beste Midlaner in dieser Saison gewesen. Auch Sivir interessanterweise wird mit dem Kriegsfürsten gespielt. Also auch hier nimmt man diese zusätzliche Heilung, diesen zusätzlichen Lebensraub gerne an. Also man hat, will hier Nautilus tatsächlich gegen Lissandra gespielt haben. Er wird wahrscheinlich mit AP gebaut werden. Man hat Ramos auf der Toplane. Aber ich bin da nicht ganz überzeugt von. Ramos auf der Toplane haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Funktioniert besonders gut, wenn der Gegner viele AD-Carries hat in der Comp. Man hat ja durchaus diese Triple-AD-Comp gesehen. Das ist bei Jhin Ea aber nicht der Fall. Ja, sie haben den Ezreal, der auch gut 20% magischen Schaden macht. Sie haben die Sandra in der Mitte. Wir haben ja grundsätzlich einen hohen Anteil an magischen Schaden. Sodass mir der Ramos da an dieser Stelle nicht so gut gefällt, einfach aus der Sicht heraus. Dann haben sie den Nautilus gegen die Lissandra gesetzt. Ein Match, was man durchaus mal auf der Toplane sieht. Aber die Midlane hat jetzt nicht so... Also wenn du jetzt nicht gerade einen Assassin hast, in der Hinsicht zu viel Counterpotenzial, gerade die Lissandra wird sich an den Turm stellen und einfach die Vasallen, ne, Q, E, alles wegballern. Oh, flawless! Klaut hier einfach mal den gegnerischen Blue Buff natürlich. Und ist dabei, Windstier ganz schön einzuheizen. Also von dem Pick muss ich echt noch erst überzeugt werden. Ja, wie gesagt, auch der Ramos-Pick. Gegen viele AD Carries, ja, aber ansonsten. Ich bin mal gespannt. Also, Spenu, gerade mit solchen ungewöhnlichen Comps, die sie sicherlich so trainiert haben werden, sie müssen ja was wagen. Sie sind auf dem letzten Platz und dann muss man auch mal ungewöhnliche Wege gehen, weil wenn du dann immer nur Meta pickst, dann wird der Gegner immer wissen, was du machst. Der wird immer wissen, wie man dagegen spielt. Und dann wird es verhältnismäßig schwierig.
ist natürlich gut tanky und kann halt Lissandra durchaus zusetzen, wie wir das sehen. Auf der anderen Seite hat er allerdings jetzt schon alle Aufladungen verbraucht und Cusen selber hat sogar noch einen Trank, hat nicht die Kekse genommen. Sodass ich die Lissandra momentan eher im Vorteil sehe. Je nachdem, wie sie tauschen, natürlich sollte Nautilus immer tauschen, wenn er gerade sein Schild oben hat. Und wie gesagt, später sollte Waveclear da sein mit dem E, wenn du genügend Fähigkeitsstärke hast. Hast du als Supporter natürlich dann so nicht. Hat auch das Teleport für die Midlane genommen und interessanterweise jetzt früh den Null-Magie-Mantel. Das ist noch weniger überraschend, weil man wahrscheinlich mit dem Höllenzepter rechnen würde. Interessant ist der Rubinkristall, den er baut. Kommt hier tatsächlich dann noch ein Stab der Zeitalter? Das könnte sogar der Fall sein. Also ein Stab der Zeitalter anstatt des Höllenzepters. Und den Magiemantel einfach nur, weil er später auch einen Höllenzepter haben möchte. Cusen auf jeden Fall geht da keine Kompromisse ein, holt sich direkt den Zauberstab. Der geht für beides, sowohl für Stab der Zeitalter als auch für das Höllenzepter. Sind ja tendenziell Items, die man beide sehen kann. Traden heißt übersetzt handeln und nicht tauschen. Was möchtest du mir jetzt sagen damit? So, Level 6 ist schneller von Cusen. Wie bereits erwähnt, Lissandra hat einfach... ist die Waveclear-Königin, weil jede Fähigkeit einfach Wellenräumungspotenzial hat. Jede Fähigkeit ist Flächenschaden. Aber ja, ist Handel nicht automatisch ein Tausch? Ist ein Handel nicht ein Tauschgeschäft? Fragen über Fragen. Und ich bin mir sicher, dass das als Synonym übersetzt werden kann. Oh, jetzt geht's erstmal schon mal in den ersten Abtausch hier drüben. Einfach mal den Pillar gesetzt. Nichtsdestotrotz steht Alistair oben gut und fängt das Ganze ab. Alistair sieht hier sowieso eine sehr, sehr starke Lane, die am Anfang ganz klar den Vorteil haben sollte. Trundle ist nicht so stark in der 2 gegen 2 Situation zu Beginn, weil er seinen AD Carry halt kaum peelen kann. Der hält sich mit der Passive selbst, kann seinen AD Carry aber nicht wirklich halten. Ja, und Ezreal wird auch über die Trainer warnen und deswegen auch sehr viel Stärke zu Beginn natürlich fehlen. So, tatsächlich ist klar, bei Cusen werden wir einen Stab der Zeitalter sehen, weil es das Sinn. Sieht es hier nach Geistessicht als erstes Item aus? Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Also auf der Top-Lane ja, in der Mid-Lane. Und das ist jetzt der Punkt daran. Man kann natürlich Nautilus durchaus auf AP bauen, das geht. Ja, er hat mit AP skalierende Fähigkeiten. Dadurch, dass er jetzt allerdings nach wie vor da Tanky baut, fehlt dir einfach eine Schadensquelle, eine magische Schadensquelle, die du sonst nicht hast. Man hat ja nicht umsonst den AP-ler auf der Midlane, weil ja, du brauchst halt viele Fähigkeiten, es ist eine kurze Lane. Bietet sich also an für eine Solo-Lane. Aber du hast halt auch kurze Wege und du brauchst halt Mana zu Beginn. So als AP-ler. Und wenn du Nautilus jetzt Tanky baust, dann hast du genau zwei Schadensquellen. Du hast Sivir und Kindred.
Wobei die Frage ist, wie Kindred dann auch als Jungler gebaut werden wird. Man darf aber den Kindred-Schaden nicht unterschätzen. Und beides sind quasi AD-Carries, beides sind physische Schadensquellen. Das heißt, der magische Schaden wird hier ziemlich auf der Strecke bleiben, weswegen Ginny einfach Rüstung bauen kann. Und deswegen, ja, ein Grund mehr, warum ich hier gerade ein wenig zweifle. Pilot auch früh mit dem Glanz. Wie gesagt, da wird es wahrscheinlich die eisgewonnenen Handschuhe als nächstes geben. Ist am Anfang einfach schwächer gegen die Sieve, das ist klar. Aber jetzt da so 6 Farm hinten zu sein, das ist alles noch ein Wert, mit dem man sehr, sehr gut leben kann. Oh, schöne Poppy-Ulti. Letzten Endes wird natürlich angemerkt, Rammus und Nautilus haben magischen AOE-Schaden. Ja, ich weiß, man sieht es ja gerade, die E-Fähigkeit. Das Ding ist aber, natürlich macht die magischen Schaden, aber im Vergleich, wenn du eine Lissandra hast, die macht 1000-mal mehr magischen Schaden. Da könnt ihr euch nachher mal den Graphen anschauen, als Rammus und Nautilus mit ihren Flächenschaden. Vor allem ist es ja auch AP-skalierende Fähigkeiten. Wenn du also keine Fähigkeitsstärke kaufst, dann macht der Spell ja keinen Schaden. Deswegen habe ich ja per se eher eigentlich mit einem Höllenzepter als erstes Item gerechnet mit dem Nautilus, damit er auch mehr Schaden macht. Das sollte ja logisch sein, wenn du nur tanky Items baust und dann jede Menge so viel magischen Schaden machst wie ein AP-Midlaner, dann wäre das ein bisschen broken. Rein von der Logik her. Aber wir sind immer noch gespannt, wie der Pick funktionieren wird. Letzten Endes haben wir hier Standard-Lanes und beide Teams spielen sehr, sehr sicher. Was? Nautilus viel mehr Fähigkeitsrotationen machen als Lissandra? Lissandra, die ihren Q 2 Sekunden Cooldown hat? Also das halte ich für eine gewagte These, ehrlich gesagt. So, jetzt also der Kampf erstmal um den Drachen. Und, oh, schön geflasht hier. Das Pulverisieren, beide Toplaner hier Teleport abgebrochen. Wäre er da getroffen worden, wäre es wahrscheinlich sein Untergang gewesen. Jetzt Lissandra gegen Sassin. Letzter hat kaum noch Mana. Tiefenladung auf Winch in der Hoffnung, dass beide hochgeworfen werden. Lissandra Ultimate ist schon raus. Sie brauchen halt ziemlich lange, um ihn kaputt zu bekommen und schaffen es am Ende auch nicht. Ja, der ankert sich da einfach mal weg. Also tanky ist er. Tanky ist er. Das sieht man. Die Geistessicht, viel Leben, viel Magieresistenz dazu. Die Abklingzeitverringerung, das ist klar. Freunde, jetzt müsst ihr mir nicht sagen, dass man alles auf AP spielen kann. Du kannst auch Alistar auf AP spielen. Aber fest steht, er baut ja Tanky-Items. Er baut ja keine Schadens-Items. Und ich sage, Spenu wird definitiv der magische Schaden fehlen. So, Flawless allerdings wird viel Schaden haben. Also wir sehen das kleine Wölflein. Er hat den Verschlinger geholt, den er natürlich jetzt hochstecken möchte. Ja, physischer Schaden, jede Menge. Kindred und Sivir, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Ja, und Niklas baut sogar Zed auf AP.
Lassen wir einfach mal so stehen. Nächstes Item, wieder ein Null-Magiemantel und wieder ein Rubinkristall. Also wie gesagt, ich hätte als erstes den Stab der Zeit und den Höllenzepter erwartet. So, Soul einfach mal direkt seine Ulti aktiviert, seinen Flächenschaden. Aber das interessiert Trace nicht. Alter, was ist denn jetzt mit der Clean Feed los, Freunde? Und in welcher Welt die Q von Nauti hat weniger Cooldown als Liz W? Ja, aber du kannst doch nicht das Q mit dem W vergleichen. Jetzt geht's gegen Winch mit dem Flash. Wincht Flash weg. Und kommt weg. Gleichzeitig. Ach Gott. Sonst müssen wir den Clean Feed gleich nochmal neu laden. Ultimate auf Flawless. Kann sich da gut wehren. Es geht um den CC. Ja, CC ist ja schön. Aber jetzt sagt mir nicht, dass Lissandra kein CC hat. Und nochmal. Wenn du kaum magischen Schaden hast, ja, die machen magischen Schaden, aber keine AP-Items baust, dann braucht der Gegner kaum Magieresistenz, sondern wird sehr viel Rüstung bauen. Wir können natürlich jetzt nochmal jede einzelne Fähigkeit durchdiskutieren, aber das interessiert nicht gerade. So, Clean Feed scheint wieder stabil zu laufen, Jhin eher mit Vorteilen. Er hat auch den Top-Lane-Turm bekommen inzwischen, ja. Oder wir laden den Team 2-2 gleich neu. Ja, und Lissandra führt auch gut im Farm. Wie gesagt, jede Fähigkeit von Lissandra macht ausnahmslos Flächenschaden. So, jetzt Teleport. Man will in den Dive gehen, aber gleichzeitig auch Soul mit dem Teleport. Jetzt stehen sie da zu zweit und es kommt nicht zum Engage. Man kriegt nicht das Teleport raus. Dabei ist Sassine gerade in der Basis. Und Trace wäre im Zweifelsfall schneller da. Man entscheidet sich allerdings dagegen und das ist einfach mal interessant. Einfach mal, wenn der Toplaner... Oh, der Toplaner zieht auch den Teleport. Ja, dann engagen wir nicht. Das sind als nächstes auch noch mit dem Aegis. Also ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass wir einen Kommando-Banner sehen. Wenn Nautilus auch nichts Ungewöhnliches. Und jetzt aber Chai erstmal dran an Nuclear Colt, den da komplett weg. Kriegt es ein Schöpfen drauf. Esso-Ulti trifft nicht. Man bekommt aber beides Summoners Nuclear geflasht. Die Heilung raus. Secret Saber mit dem Erschöpfen. Es reicht nicht ganz zum Kill. Wir warten immer noch auf das First Blood. Gleich 18 Minuten rum. Aber für Korea nichts Ungewöhnliches. Nichtsdestotrotz, Jhin eher vorne auf der Top-Lane im Farm, auf der Mid-Lane. Und das liegt nicht nur an den Picks, wie gesagt, auch der Rammus-Pick. Ja, man kann viel über CC diskutieren, aber es gibt viele andere Champions, die CC haben. Und den Rammus sehe ich eher stark. Und so haben wir den bisher in der Vergangenheit auch stark gesehen, wenn der Gegner viele AD-Carries hat, in der AD-Carry-Meter. Also das heißt zum Beispiel Graves im Jungle. Ja, auf der Top-Lane irgendwas, ja.
man kann ja vieles machen. Eine Quinn und dann AD Carry noch. Dann ist ein Rammus sehr, sehr stark. Und oh Gott. Flash. Und kommt nicht hinterher. Gleichzeitig jetzt Trace. Rotiert. Und setzt die Ulti nicht ein. Dadurch gleich wieder zur Verfügung. Kann einfach weglaufen. Also ein Rammus, wie gesagt, stark gegen solche Triple-AD-Kombos. Die haben wir hier bei weitem nicht schon. Er hat eine Lissandra in der Mitte. Hat einen Tank auf der Top-Lane. Sollte weniger das Problem sein. Und Nautilus Mitte sehe ich momentan noch nicht funktionierend. Das mag sich vielleicht noch ändern. Single-Target-Lockdown hat auch eine Lissandra zum Vergleich, die da der bessere Pick ist. Jetzt allerdings erneut der Versuch gegen Trace. Und wieder geht's gegen ihn. Und dann wird er abgeräumt. Und da muss man sagen, ja, Trace, da hast du nichts dazugelernt. Flasht auch nicht. Das First Blood für Spenu. Gerade eben 1:1 dieselbe Situation. Er geht wieder dahin auf die Lane, hat keine Vision. Gerade in den Tribus stand ein Pink Ward und dann passiert genau dasselbe, nur dass er diesmal nicht wegkommt. Ja, und man wird es dann einfach sehen. Also Jhinnia wird viel, viel Rüstung bauen, gerade Trace. Jetzt geht's auf der anderen Seite gegen Flawless. Was war das denn für ein Fast? Das saß nicht so wirklich gut. Lag allerdings auch daran, weil Flawless geflasht ist. Also möchte ich das gerade nochmal zurücknehmen mit dem Fass. Sah blöd aus, war aber aufgrund des Flashes. Ja, währenddessen auch Ramos auf der Toplane den Turm eingerissen. Damit steht es 1:1 in Türmen. Und es ist im Gold immer noch sehr, ja, sagen wir ausgeglichen. Jhinnia eben mit den Farmvorteilen auf der Top- und auf der Midlane. AD Carry-Position hat man ausgleichen können, wo Ezreal standardgemäß den schwierigeren Start hat. Dadurch, dass man aber Nuclear wirklich komplett von der Lane drängen konnte, in mehreren Situationen konnte der Farm auch aufgeholt werden. Und da ist es, das Kommando-Banner. Und auch da muss man wieder sagen, die Midlane ist noch vergleichsweise einfach zu verteidigen zu den Sidelanes. Er wird es wahrscheinlich auch später für die Sidelanes gebaut haben. Aber ich sehe einfach nicht, wie Nautilus wirklich Schaden hat. Natürlich ist die Kill-Pressure nicht groß auf ihn. Also Lissandra wird ihn nicht töten können. Aber umgekehrt wird Nautilus Lissandra auch nicht töten können. Vor allem nicht, solange da der Turm steht. Jetzt auf der Midlane ist es natürlich ein bisschen tricky. Da haben wir den APler und da wird das Kommando-Banner einfach nicht kaputt bekommen. Wird aber dann einfach so sein, dass irgendjemand in die Mitte rotiert. Die Midlane ist da ja sehr, sehr gut und mithelfen wird. Jetzt der Teleport und auf der anderen Seite auch wieder der Teleport. Kommt jetzt zum Kampf, geht man vielleicht direkt auf Soul. Dafür hat man sich entschieden. Jetzt allerdings wieder den Reengage, wünscht mit zur Stelle. Poppy holt die, schmeißt sie weg, dadurch die Überzahlsituation zunächst. Müssen alle erstmal hinlaufen. Flawless bekommt allerdings den Kill auf Trace. Der war wieder da. Und an physischen Schaden mangelt es, wenn du keinesfalls hier mit einem Kill mehr rausgehen. Da hat sich das Jhinnia vielleicht ein bisschen zu einfach vorgestellt. Spen direkt mit dem Reengage. Und gerade die Kindred jetzt mit dem Verschlinger darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Die macht richtig Schaden. Ja, gerade Qsin. Also er muss eigentlich schauen, dass er da den Lockdown entweder auf Flawless oder auf Nuclear hinbekommt. Da muss die Ulti drauf sitzen. Ja, und jetzt geht's an den Midturm. Ah, Spenu pusht hier schon ganz gut. Jetzt mit dem Pillar will man das hier in den Kampf gehen. Qsin von hinten dann rein. Hat die Ulti noch nicht wieder zur Verfügung. Friert sie fest. Chai muss rausflashen. Nuclear abgeräumt worden. Der fehlt also. Und dann sehen wir auch da nochmal den Flash von Secret. Aber Midlane-Turm gegen den Kill ist letzten Endes der beste Tausch zunächst einmal für Spenu. Aber vorbei ist das noch nicht. Stasin hat kein Mana. Kommt aber rüber, muss sein Flash hier nutzen. Mit dem Anker kommt er nicht hin. Und im Vorbeigehen gibt es quasi, ja, über Los noch den Blue Buff. Ja, auch Jhinnia jetzt mit ihrem zweiten Turm auf der Botlane. Also immer noch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und dann wird es als nächstes tatsächlich noch das Zero-Portal geben. Midlane-Turm allerdings auch schon weg. Da muss man ja sagen, Jhinnia, also dahingehend, wird es schwer, ja, so ein Kommando-Vasallen aus dem Weg zu räumen. Da hat Jhinnia auf der anderen Seite
wieder relativ wenig physischen Schaden. Und auch ein Esel funktioniert ja sehr viel über sein Auto, sehr viel über seine Fähigkeiten. Und hat auch nicht die größte Reichweite. Ja, einfach mal den Turm gepusht. Das kann Nautilus sehr, sehr gut. Vor allem mit Teleport hast du im Prinzip jetzt einen zweiten Top-Laner dann. Letzten Endes genauso spielen sie es. Einfach mal Tanks. Einfach nur Tanks. Und ich kann auch verstehen, dass es ungewohnt ist, dagegen zu spielen. Und ich kann auch verstehen, dass Ezreal dagegen vielleicht nicht der allerbeste Pick ist. Hätte man das gewusst, hätte man vielleicht auch eine Fiora oder so später genommen. Ja, letzten Endes hat man so jetzt früh gegen Poppy und Lissandra eben den Nautilus gepickt. Und die Strategie wird eben, wie gesagt, sein, die Sidelanes zu drücken und Kindred und Xevier zu schützen. Aber davon wird es halt abhängen. Und das Ding ist aber, du hast mit Lissandra einen Pick, der sehr gut in die Flanke fallen kann. Ja, gerade mit der Kralle oder mit Flash dann später. Und dann brauchst du ja nur eine Ulti auf einen der beiden und dann B festfrieren. Und dann bist du im Zweifelsfall da. Und dran an den Carries. So, jetzt geht's gegen Sassin, Chai und Trace, beide mit dabei. Und natürlich der Trundle-Pick, darf man nicht vergessen, der macht, was macht der? Tanks weich. Was haben wir hier? Es geht gegen den Tank. Poppy wirft ihn nochmal hoch, 4 CC und Chai bekommt den Kill. Auch das ist natürlich nicht zu verachten. Also letzten Endes hat ja Jhin eher mit Trundle einen sehr, sehr schönen Pick gegen tankige Kombos. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass man Trundle nochmal als Support gepickt hat. Na, Soul mit dem Flashback, weiß man natürlich, da muss man aufpassen. Und auf der anderen Seite, klar, ne? Früh möglichst auch Rüstung bauen. Auch Lissandra hat ja letzten Endes ihr Stundenglas und die eisgebundenen Handschuhe helfen ja auch. Also letztendlich, ich bin noch nicht überzeugt von Svenus Comp. Ich sehe selbstverständlich, was sie vorhaben. Aber ich sehe nicht, warum man nicht hätte Nautilus einfach top schicken können und stattdessen Rammus ersetzen können, weil Rammus mit seiner vielen, vielen Rüstung eben die beste Wahl ist gegen viele AD Carries, die wir hier nicht haben. So, entscheiden sich jetzt auf den Baron zu gehen. Jhin eher muss darauf reagieren. Ja, haben natürlich nicht so viel Schaden. Also es dauert ein Weilchen. Sind dann da. Jetzt die Sieve Ultimate. Trace ist da mit dem Flash. Allerdings kann er es nicht verändern, dass es dann reingeht. Kopfstoß. Chiusin Winch. Beide drin. Chiusin nochmal rein in die Ulti. Hat er noch Sonias? Hat er. Stattdessen werde ich durch die Gegend schleudert. Pilot mag die langen Kämpfe. Kommt auch dran an Flawless. Chiusin lebt immer noch. Und stattdessen Soul jetzt. Rausgeräumt, Winch dran gegen Flawless, währenddessen auf der anderen Seite Secret. Double Kill für Pilot. Und da sieht man einfach diese beiden Kombis gegeneinander. Das sind mit dem Flash jetzt weg. Anker trifft nicht, der Turm steht halt immer noch. Triple Kill für Pilot. Und da ist genau das Problem wie angesprochen. Houston nochmal ran, La Nuclear. Oh Gott, gegen Flawless. Und das ist das Ace. Jhin Ea gewinnt diesen Kampf und reißt jetzt auch den nächsten Turm. Und das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Lissandra wird immer in die Backline kommen. Ja, dafür hat die zu viele Varianten, zu viele Möglichkeiten, um Flawless und Nuclear unter Druck zu setzen. Ein Trundle funktioniert super gegen Rammus und Nautilus und man hat gesehen, bei Spenno fehlt einfach der Schaden. Es fehlt der Schaden, vor allem der magische Schaden. Jetzt ist Jhin eher da dran, den Baron. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Chai, Qsin.
der holt sich da einfach mal gratis den Kill. Die sind immer noch dran. Das dauert jetzt. Auch da hat Jillian nicht den größten Schaden. Vor allem Pilot kein Mana mehr. Also das war ein sehr kläglicher Baron-Versuch von Jillian gerade, ehrlich gesagt. Und man muss ja auch sagen, denn Ezreal liebt es, diese langgezogenen Kämpfe zu haben. Und was war das? Ein ultra langgezogener Kampf. Hier sehen wir es nochmal. Also letzten Endes engaged und dann kommt einfach Lissandra gut rein, überlebt einfach 1000 Jahre mit Sonyas, mit Ultimate. Das Fass auch sehr, sehr gut. Und dann Pilot eben dran am Flawless. Zunächst einmal sind sehr, sehr verteilt. Und ein Chai, ein Trundle fühlt sich einfach wohl. Ja, jedes Mal, wenn einer stirbt, gibt es nochmal ein bisschen Leben. Die Ulti, alles super, alles toll. Der Anker von Sassin, der hätte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Und natürlich wird ja auch die Klinge des gestürzten Königs als nächstes für Pilot gemaut, um diesen prozentualen Schaden zu haben gegen die Tanks. Nächstes Item von Qsin wird wahrscheinlich ein Lernstab werden, weil man schon so viele tankige Ziele hat. Das heißt, du willst jetzt erstmal zunächst die Durchdringung haben, bevor du dann aufs Rabadons gehst. Kombi gut, aber da wurden sie gecatcht. Naja, was erwartest du, wenn du den Baron angehst? Dann wirst du angegangen, dann wirst du gecatcht. Wenn das gegnerische Team den kompletten Bockness macht. Trace zunächst gegen Secret. Und jetzt Qsin ran. Da sind bisher nur die beiden Tanks. Da geht's also rein. Das Fass vibriert. Nuclear und Flawless nicht beim Team. Jetzt stoßen die dazu. Qsin wieder in der Ulti. Heilt sich da auch hoch, bekommt auch den Kill. Man geht also auf die Tanks. Nuclear und Flawless werden komplett ignoriert. Die finden nicht statt im Kampf. Und jetzt erst geht's gegen die beiden Bump-Ziele. Und die werden abgeräumt jetzt. Kindred Ultimate hilft auch nicht. Ace. Wahnsinn, man hätte es andersrum erwartet. Aber was macht denn er? Sie reißen zuerst die Tanks ab und ignorieren Kindred, ignorieren Sivir. Und gehen jetzt auf den Baron drauf. Also, wer hätte diesen Kampf erwartet? Jhin'Ea jetzt mit dem Vorsprung, mit Leichtigkeit durch den Kampf, nehmen den Baron und das sollte der Durchbruch sein. Hier nochmal, einfach, das war schön gespielt, sowohl von Winched als auch von Trace. Sehen wir hier nochmal, man geht auf die Tanks des Fass, schleudert sie sehr, sehr weit weg und dann Poppy holt ihn nochmal flawless weggeräumt. Nuclear steht da ganz alleine, Trace blockt sie alle ab. Trace hält im Prinzip drei Mann beschäftigt. Und dann geht Winch nochmal rein. Und diese beiden Ziele haben einfach keine Chance. Auf der anderen Seite hast du ein Duell, die Tanks mit einem Ezreal. Ezreal, der die Klinge des gestürzten Königs fertig hat. Und auch natürlich schon letzten Atemzug, der langgezogene Kämpfe einfach feiert. Und das sieht man einfach. Hier jetzt Jhin'Ea absolut im Vorteil. Haben jetzt den Baron Buff und drücken weiter durch. Dazu natürlich auch ein Trundle, der die Tanks auch nochmal weicher macht, mit drin ist. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, also, der Nautilus hat bisher keinen Einfluss im Spiel. Nicht mal über die Sidelanes mit dem Portal oder dem Kommando-Banner. Der steht 0-3. Es fehlt an Schaden von Svenno, das hat man gesehen. Vor allem Nuclear und Flawless beide weggedrängt. Und auch als sie da waren, hat das niemanden interessiert. Warum? Weil die Poppy nur Rüstung bauen muss. Die Poppy baut Rüstung und das reicht. Ja, deswegen kann die Poppy oder konnte die Poppy auch beide Schadensquellen wegtanken. Wir warten jetzt einfach auf das nächste Ken-Minion und gehen hier Schritt für Schritt vor. Turm eingerissen, Goldvorteil jetzt gleich bei 9000. Erster Inhibitor weg. Und ja, ich würde auch recht geben, Kog'Maw wäre wahrscheinlich eine bessere Wahl gewesen als Sivir.
Die wollten aber scheinbar den Tanky engaged haben mit Alistar, mit Nautilus, mit Ramos. Aber es fehlt, wie gesagt, einfach der Schaden. Und das merkt man hier immer wieder. Der Turm wird hier belagert. Das interessiert die Tanks mittlerweile gar nicht mehr. Der Turm wird eingerissen. Und jetzt geht's voran. Secret mit einem guten Knockup zwar, aber da fehlt das Follow-up. Währenddessen Trey ist da. Unbedrängt. Und Nuclear und Flawless müssen massiv aufpassen. Gib nochmal schön die eisige Domäne. Erhöhe nochmal die Heilung und das Lauftempo. Und Chai auch. Also gerade das gefrorene Herz ist eine super Variante. Ja, die Schadensquellen machen Auto-Attack. Sivir und Kindred. Gefrorenes Herz, 20% weniger Heilungstempo. Super. Trace sogar mit Varmox. Ja, mit Varmox, weil er keine Magieresistenz braucht, kann er einfach auf Leben gehen. Wird vielleicht einfach trotzdem die Geistessicht haben, um noch diese 20% extra Heilung mitzunehmen einfach. Und Cooldown Reduction. Ja, es gibt ja diese Berechnung, irgendwann lohnt sich im Leben mehr als Rüstung. Aber wobei ein Dornpanzer mir durchaus auch gut gefallen würde. Ich habe nicht gesagt, dass Poppy keine Magieresistenz hatte. Ich habe gesagt, dass sie keine braucht. Sie hat natürlich die Merkus, die der 30%, die sind gebufft worden, geben dir 30% mehr Zähigkeit auch zusätzlich zur Magieresistenz. Wie gesagt, die Kutte wahrscheinlich für Geistessicht, für den verstärkten Heilungseffekt und die Abklingzeit. Und das bisschen magischen Schaden, was Benno dann macht, das kriegst du dann auch abgeblockt, weil das ist halt nicht viel. Ohne AP-Items kommt da nicht viel bei rum. Auch wenn Nautilus magischen Schaden macht. Lissandra, wie bereits erwähnt, auch früh den leeren Stab gegen die Magieresistenz von Svenu. Würde jetzt als nächstes einfach das Rabadons fertigstellen. Pilot. Zusätzlich nochmal die Quecksilberschärfe. Muss aber aufpassen, also die Tiefenladung von Nautilus, die kann er nicht entfernen mit der Quecksilberschärpe. Ja, und Jhin'Air spielt das jetzt einfach sehr, sehr sicher. Svenu hat zwar mehr Drachen, 3 Stück, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie den 5. bekommen werden. Zumal sie momentan auch keinen Kampf gewinnen können. Und im Zweifelsfall hat Jhin'Air einfach den Tank-Counter schlechthin. Trundle im Team. So, jetzt das Sinn ankert sich daran, aber das interessiert hier gerade niemanden. Die gehen einfach trotzdem weiter. Ja, wo ist das Follow-up? Das Soul rollt da einfach mal. Und Schritt für Schritt bekommt der Turm Schadenwert. In der Mitte Sibir Nuclear damit beschäftigt ist. Dieses Belagungsvasallen. Sie sind sogar dran am Turm und man entscheidet sich trotzdem, was ist jetzt los? Dieses Belagungsvasallen dran am Nexus-Turm. Natürlich will dann Jhin'Air den Kampf. Haben gerade den Inhibitor offen gerissen. Müssen nur aufpassen, Winch hat da schon gut Schaden genommen. Standen gerade sehr verteilt, also würden jetzt sicherlich gerne weggehen.
zumal der Baron auch gleich da ist. Und jetzt ist es natürlich super, wobei der Inhibitor gerade aufgebaut ist. Und jetzt wird da die Falle aufgebaut. Es geht in den Kampf rein. Schöner Knock-up dann zwar. Man kommt. Oh, Nuclear kommt da weg mit dem Spellchain zunächst einmal. Auch Flawless steht gut. Nichtsdestotrotz, Q-Sin einfach kommt überall durch. Flawless jetzt mittendrin mit der Kindle-Ulti, will einfach nicht sterben. Aber kommt es da an Schaden rum? Da fehlt er. Da fehlt der Schaden. Trotz Kindred Ultimate und Unsterblichkeit. Und Soul, der Einzige, der noch da ist. Und du wirst es nicht überleben. Lissandra hinterher. Und dann ist es das Ace. Jhinnia gewinnt auch diesen Kampf deutlich. Schaut euch mal die Lebensleisten an. Da kommt nichts bei rum. Inhibitor brauchst du jetzt nur noch einreißen. Jetzt kommt die Vasallenwelle von hinten und dann sollten sie es sogar so tanken können, beenden können. Das sind noch 20 Sekunden, die Zeit haben. Und die haben noch so viel Leben. Und das war's. Das war...